Niemandsland, The Aftermath. Und ich sag's ehrlich, es gibt diverse Punkte, die ich an einem richtig guten Film zu schätzen weiß. Einer davon ist eine spannende, abwechslungsreiche Handlung. Und das trifft auf diesen hier komplett nicht zu. Was aber kein Grund ist, ihn direkt in die Tonne zu treten, weil es auch andere Teile gibt, die sehr faszinieren können. Worum geht's eigentlich? Der Film spielt im Jahr 1945 in Hamburg, 5 Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da übernimmt ein britischer Offizier zusammen mit seiner Frau das Haus eines deutschen Architekten. Er hat das Recht, das Haus für sich zu beanspruchen, und der Deutsche sowie dessen Tochter sollten eigentlich in ein Lager abgeschoben werden. Aber der Offizier lässt zu, dass der mit seiner Tochter unterm Dach wohnen bleibt, und so haben wir jetzt eben eine etwas bizarre Wohngemeinschaft, nämlich das britische Ehepaar, das im luxuriösen Erdgeschoss wohnt, und der deutsche Vater, der mit seiner Tochter das Dachgeschoss für sich hat. Und hier war ich mir jetzt sicher oder hatte gehofft, dass ich einen Film sehen würde, der über Verzeihung, Versöhnung und Annäherung geht und irgendwie einen Weg zeigt, wie diese zwei Parteien schrittweise aufeinander zugehen. Und da sind durchaus ein paar Dinge drin. Das heißt, das deutsche Mädchen darf zum Beispiel eigentlich das Dachgeschoss nicht verlassen, schleicht sich aber dann doch irgendwann mal nach unten, fängt an Piano zu spielen und die Britin mag es. Oder dass die Engländerin die Deutschen zum Frühstück runterholt, weil ihr Mann arbeiten muss und sie nicht allein sein möchte. Und so und in anderen Stellen kommt dann doch schrittweise eine leichte Annäherung zustande. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich am Film interessant finde. Mir haben insbesondere die Figuren gefallen, und das ist eben, was ich meine. Ich liebe es, wenn ich plausible, nachvollziehbare und gut gezeichnete Charaktere kriege, und das kriege ich hier. Wir haben auf der einen Seite Keira Knightley, die spielt die englische Frau und ihren Mann, gespielt von Jason Clarke. Die haben ihre Kriegsvergangenheit, die haben schwere Traumata. Wir haben den deutschen Vater und seine Tochter, die ebenfalls im Krieg einiges verloren haben. Wir haben hier eigentlich nur verletzte Menschen, und jede dieser Figuren handelt aus nachvollziehbaren, plausiblen Gründen und durch Vergangenes und durch Schmerz. Also im Grunde haben wir hier nur verletzte Menschen, die aufeinandertreffen, die sich dann in gewissen Situationen verhalten, wie sie es halt tun. Aber ich kann halt durch die nach und nach gezeichneten Hintergründe verstehen, warum die Einzelnen so handeln, wie sie handeln. Leider hat der Film bei einer Lauflänge von 100 Minuten nach etwa 50 Minuten einen ganz entscheidenden Twist. Und mit diesem entscheidenden Twist ist er nicht ruiniert, aber er begibt sich in eine andere Richtung oder in eine gängige Richtung, was ihn jetzt nicht uninteressant gemacht hat, aber gewöhnlich. Man kann sich, glaube ich, relativ schnell denken, worumhin es geht, aber wer es jetzt nicht ahnt, kriegt es von mir jetzt auch nicht weiter genährt. Letzten Endes habe ich hier einen sehr deprimierenden Film gesehen. Deprimierend wegen dem Umfeld, in dem er spielt, 1945 in Ruinen, und er spielt im Winter, das heißt fast nur in Eiseskälte und verschneiten Gegenden, und mehr als einmal bemerkt irgendein Charakter, dass es kalt ist. Also, und die Kälte dieses Films, also der Umgebung, in der er spielt, die wabert zumindest bis auf den Zuschauer rüber, was ja durchaus auch eine Leistung ist. Figuren handeln nachvollziehbar, bitter, und es gibt ein paar wirklich sehr schmerzhafte Momente, und leider hat der Film für mich, das ist, was ich meine, dass er im Grunde keine irre Handlung hat. Mir reicht es, diese Situation, dieses Setting zu sehen, in dem er spielt, und daraus gewinne ich dann doch durchaus einen interessanten Film. Leider gibt es für mich einen Schwachpunkt, und das ist die weibliche Hauptrolle, das ist Keira Knightley. Die ist keine schlechte Schauspielerin. Die hat auch eine Szene, wo sie so sehr emotional an einem Piano zusammenbrechen darf. Das ist auch okay, wie sie das macht. Aber die gesamte Person und die gesamte Figur, die sie spielt, der nehme ich nicht ab, dass sie eine Frau ist, die im Jahr 1940 gelebt haben könnte. Die wirkt mir zu modern. Jason Clarke ist so als ausgebrannter Offizier eigentlich ganz solide. Des Weiteren haben wir noch, ich werde ihn falsch aussprechen, Alexander Skarsgård, würde ich jetzt sagen. Ich habe heute gehört, dass es Skarsgård heißt. Ich denke mal, ihr ahnt, wen ich meine. Der einen ebenfalls eben sehr verletzten Typen spielt und das im Grunde auch ganz gut macht. Letzten Endes ist dies eben so ein Film, der nicht für die breite Masse ist, sondern eher so dieses kleine Arthouse-Kino. Und wer ihn dort sieht, kann, denke ich mal, da oder wer darauf Lust hat auf so einen Film, der kann da wirklich richtig viel draus mitnehmen. Das Ganze fußt auch auf einem Buch, das ich nie gelesen habe. Ich selber fand ihn dann eben ab der Minute 50, wo es den besagten Twist nimmt, zu gewöhnlich und zum Ende hin ein wenig zu zerfleddert. Also es gibt so mehrere kleine Subplots, die dann ein wenig nebeneinander herlaufen, wenngleich einer zu einer ultra spannenden Waldszene führt.
Aber irgendwie wirkt es am Ende hin doch ein bisschen verfahren und ich muss darüber nachdenken, ob ich den Schluss so, wie er ist, mag oder nicht. Letzten Endes kann ich den Film durchaus empfehlen, aber jetzt nicht vor Begeisterung übersprudeln und gebe deswegen sehr gut gemeinte 3 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr das Buch gelesen? Kennt ihr die Vorlage? Habt ihr den Trailer gesehen und findet ihr eine solche deprimierende Thematik ansprechend? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.